Interview und Analyse zum vierten Rennen. Pavel Schaman in der niedrigsten Garnitur des Tages. Hat jetzt 2,5 Monate Pause gehabt, auf Wachstumsprobleme zurückzuführen oder andere Probleme gehabt? Ja, Wachstumsprobleme deswegen, weil er einfach zu groß ist. Nicht, dass er im Wachsen war, sondern er ist einfach ein sehr, sehr großes Pferd und hat die Muskulatur, die er braucht, um seinen Apparat in Bewegung zu bringen und in Bewegung zu halten und auch dann ein entsprechendes Stehvermögen zu verkörpern, noch nicht so richtig passiert ist. Er hat jetzt viel besser gearbeitet. Wir wollen ihn über den Winter starten und wie gesagt, Laufvermögen. Klasse ist bei ihm da. Das heißt, das Rennen wird einmal als Aufbau für den Winter genommen, sind doch zwei, drei starke Gegner drin. Zu Navarra Sand, die kommt von daheim? Die kommt von daheim, die hat letztes Mal einen ganz unguten Rennverlauf gehabt. Helmut Lindmeier ist außenrum zu fahren gekommen und das mag die Stute gar nicht. Die will innen mitgezogen werden. Die Conny wird es auch so anlegen, dass wir wieder auf ein gutes Platzgeld kommen. Wie gesagt, sie braucht ein Führpferd und die innere Lage. Preis des Arog Renntag Teams mit Luffy, den hast du, soweit ich weiß, seit dem letzten Start, sprich seit 1. August unter deinen Fittichen. Wie tut er sich? Wie entwickelt er sich? Ja, er arbeitet momentan sehr gut. Er hat ein bisschen Pause noch bekommen, wie ich ihn gekriegt habe. Und jetzt habe ich ihn gearbeitet und war auch in Wien trainieren. Er ist eigentlich sehr anständig gegangen. Normalerweise müsste er eine gute Figur abgeben und ein gutes Geld erwischen. Fünfte Rennen, die niedrigste Tagesgarnitur mit Eye of the Tiger CG. Ich denke, den habt ihr auch mitgenommen, weil München gibt es nicht so viele Kurzstreckenrennen und da geht er, glaube ich, doch einen Tick stärker, oder sehe ich das jetzt nicht ganz richtig? Nein, das weiß man nicht. Er ist noch Kurzstrecke noch nicht gelaufen, aber er war in der Quali, hinterm Auto war er sehr gehfreudig und da hatten wir ihn ein bisschen kurz eingeklickt, weil er eine sehr mächtige Hinterhand hat und ist dann abgeschossen und ist den ersten Kilometer sehr schnell gelaufen. Darum bin ich letzte Mal dann hinter den Pferden ein bisschen losgefahren. Die zweite Reihe ist gut, er muss ein bisschen lernen. Er hat eine enorme Geschwindigkeit, aber ob er jetzt unbedingt ein Kurz- oder Langstreckenpferd ist, das weiß ich nicht. Er hat sich immer weiter gesteigert, er hat sich jede Arbeit gesteigert. Die Quali war okay, die kann man, wie gesagt, so ein bisschen durchstreichen, weil der erste Kilometer zu schnell war. Der letzte Start sind wir nur mitgefahren, hinterm Pferd hinterher. Dann war der zweite Kilometer sehr schnell. Die letzte halbe war auch sehr schnell. Das hat er auch alles prima gemacht. Und ich glaube, dass er auf der festen Bahn hier sich wohler fühlt als in Dagelfing auf der etwas mulligeren Bahn. Und von daher warte ich von ihm auch, ja, distanzunabhängig eine gute Leistung. Christoph, Preis des Arog Renntag Teams ist deine erste Aufgabe. Hast du noch deinen Eingriff vom Lesern, schon den vollen Durchblick? Ja, das sehen wir heute. Also ich bin gespannt. Oh, von den Augen her geht es gut. Also ich glaube, die Konkurrenz muss ich nicht fürchten jetzt. Aber ja, wie das dann, ob ich den Überblick habe und den Durchblick habe, das stellt sich raus. Viel wichtig ist aber eine ruhige und gute Hand, die man vor allem wahrscheinlich bei der Paravion braucht. Zuletzt gestartet wie ein Flugzeug, sprich so wie sie eigentlich heißt. Und dann auch so abgehoben und das gilt zu vermeiden, dann ist aber viel möglich. Ja, ich habe mit Domsi kurz geredet nach dem Rennen und er sagt, ich war ziemlich stark auf der rechten Leine. Und ja, das sollte jetzt durch einen gezogenen Zahn behoben sein. Und ich hoffe, weil das war in der Quali nicht so und in der Arbeit auch nicht so, dass er auf der rechten Leine war. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder gut ist und dass sie ihre Leistung von der Quali bestätigen kann.